Hallo Netzwelt, wir sind auf der LG Convention in Frankfurt und ganz ehrlich, wenn das hier 1350 Gramm sind, dann wiege ich mindestens 90 Kilogramm. Ihr sagt euch jetzt vielleicht 1350 Gramm für ein Notebook, das ist ja jetzt auch nicht so der Bringer. Gab es nicht schon mal Notebooks für unter 1 Kilo? Ja, das ist richtig, aber das waren dann keine 17 Zöller. Das hier ist ein 17 Zoll Gerät mit, wie gesagt, 1350 Gramm und in der Hand wiegt das wirklich nichts. Das fühlt sich an, als hätte ich hier, ja, ein MacBook Air von 2000, weiß ich nicht, in der Hand. Das ist wirklich federleicht. Das Ganze schafft LG, südkoreanische Hersteller, in dem ja ein Magnesiumrahmen verbaut wird unter anderem und ja wirklich auf jedes Gramm geachtet wird. Und ich meine 17 Zoll, das ist ein richtiges Arbeitsgerät und das zeigt sich auch an den Anschlüssen. Ihr habt hier einen HDMI 2.1 Anschluss, ihr habt zwei USB-C-Schnittstellen, ihr habt einen Klinkenanschluss, ihr habt zwei klassische USB-Anschlüsse und einen Kartenleser. Also da bleibt eigentlich kein Wunsch mehr übrig. All das in einem 17 Zoll Paket und was ich besonders auch mal ganz schön finde, ist, es gibt noch Notebooks mit entspiegeltem Display. Hier haben wir eins, denn das neue LG Gram 17 ist nicht nur leicht, es ist auch mit entspiegeltem Display. Heißt, wenn die Sonne drauf ballert, habt ihr immer noch eine Chance, etwas zu erkennen, was sehr häufig bei den Glossy Displays, ihr kennt sie alle, sieht schön aus im Dunkeln, in der Sonne immer blöd, nicht nur der Fall ist. Die Tastatur, finde ich, hat einen sehr schönen Anschlagpunkt, das fühlt sich richtig edel an. Ich hatte schon einige Notebooks im Test, wo auch aufs Gewicht geachtet wurde, dann hatte man so eine Tastatur, da hat man einmal drauf gedrückt und hatte das Gefühl, direkt aufs Mainboard zu drücken. Das ist hier nicht der Fall. Ihr habt ein schön großes Trackpad, mit dem ihr Multitouch eure Windows-Gesten ausführen könnt. Ihr habt sogar ein, ja, 17 Zoll macht es möglich. Ihr habt einen separaten Nummernblock. Also ihr könnt wirklich das als volles Arbeitsgerät nutzen, ohne unbedingt einen zweiten Monitor anschließen zu müssen, weil 17 Zoll stellt euch genügend Arbeitsraum eigentlich zur Verfügung. Ihr habt natürlich, wir haben 2023 und dann kommt natürlich kein Core i5 oder was weiß ich da in Frage. Nein, wir haben hier einen Core i7 der 13. Generation. Dazu gibt es 16 GB Arbeitsspeicher oder 32 GB, je nach Ausstattung, die ihr wählt. Ihr habt oben eine Infrarotkamera für Windows Hello, könnt also euer Passwort vergessen. Nur euer Gesicht solltet ihr nicht vergessen, weil das braucht ihr dann. Das ist das LG Gram 17 in der 2023er Version. Alle weiteren Infos dazu, was es kostet, weiß ich leider noch nicht. Das wird sich aber mit Sicherheit in der 2000-Euro-Liga bewegen. Will LG noch nicht genau verraten, aber irgend sowas habe ich verlautbaren hören. Alles, was ihr noch zum Gerät wissen solltet und wissen müsst, wenn ihr euch das kaufen wollt oder wenn ihr euch das mal anschauen wollt, erfahrt ihr wie immer auf netzwelt.de. Ja, Notebooks sind eine schöne Sache, sind schön mobil und alles tutti. Ihr wisst, was ich meine. Aber wenn es darum geht, wirklich produktiv zu arbeiten, dann sind selbst ein 17-Zoll-Monitor manchmal ein wenig knapp bemessen, vor allem wenn man verschiedene Fenster hin und her swischen will und auslagern will oder vielleicht auf einem Fenster ein Video laufen lassen will, auf einem anderen Texteditor haben will, dann wird der Platz auch schnell knapp. Und ja, da gibt es von LG, nicht nur von LG, von verschiedenen Firmen, aber LG hat ja ein schönes Modell vorgeführt, einen Zusatzmonitor und das Ding heißt LG Gram Plus View. Ist in dem Fall ein 16-Zoll-Format und passt natürlich nahtlos an die Notebook-Reihe des Herstellers dran, aber ihr könnt das auch im Prinzip mit jedem anderen Notebook, was einen USB-C-Standard hat, verbinden. Und das Schöne an der Geschichte ist, das bietet hier so, ja, ich stelle es mal so ein bisschen näher dran, es geht so wirklich nahtlos ineinander über. Das heißt, es wirkt fast so, als hättet ihr einen anderen Zusatzmonitor von eurem originalen Notebook ausgeklappt. Dabei ist es auch völlig egal, ob ihr den Anschluss auf der linken Seite benutzt oder auf der anderen Seite. Es gibt quasi zwei Anschlüsse und wenn ihr zum Beispiel oft mit Textdateien arbeitet, finde ich auch ganz schön, dass man das gute Stück auch hochkant stellen kann und dann richtet sich der Bildschirminhalt automatisch aus, hätte ich nicht die Sperre drin. Aber das normalerweise wechselt das logischerweise hin und her. Das alles ist kommt hier mit so einer Schutzhülle, die gleichzeitig auch der Ständer ist und kostet, weiß ich nicht genau, steht noch nicht fest, Preise wurden mir noch nicht verraten. Ich kann euch allerdings sagen, dass das gutes Stück 660 Gramm nur wiegt. Das heißt, ja, geht im Rucksack völlig unter und fällt nicht wirklich auf. Und ist, denke ich mal, für eine Arbeit, wenn ihr unterwegs viel arbeitet oder auch im Büro keinen großen Zusatzmonitor aufstellen wollt, sicherlich eine feine Sache. Alle weitere Infos dazu gibt es wie immer auf netzwelt.de.